Oh, ups. Oha, 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 oha. Okay. Oha, 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 oha. Moment, 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 Moment. Etwas Schweres. Ein Aufwertungsmaterial für den Kehlhammer. Ein Klumpen aus Edelmetalllegierungen, der tief unter der Erde gefunden wurde. Das Hauptnahrungsmittel der Gaskerle und ein Bestandteil aller möglichen Fertigungsprozesse. Ich muss hier eben mal kurz die Musik noch ein bisschen leiser drehen. Ist ein bisschen laut auf meinem Ohr. Okay, also hier geht's jetzt. Ja, ich sollte manche Dinge nicht tun, aber gut. Okay, also der gibt uns ziemlich Zunder. Oh, ich müsste nochmal ein Wässerchen nehmen. Oha. Okay. Ja, heilen machen wir jetzt gleich. Nur das Ding ist, dass wenn ich mich heile, dass ich natürlich auch stehen bleibe in dem Moment und mich dann nicht bewegen kann. Deswegen muss das gut getimed sein. Oh, ups. Okay, den haben wir jetzt schon mal. Oha, nice. So, jetzt haben wir die und die sind jetzt einigermaßen, denke ich. Machen schon Schaden, ja. Oh, die slowen vor allem. Okay, plus 2 maximale Gesundheit. Nice. Okay, oh, da muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Okay, ja, das ist natürlich auch nice, wenn wir schon volles Leben haben und wir finden, also, nee, wenn wir schon eine volle Anzahl an Wasser haben, wir finden neues, dann werde ich dadurch automatisch geheilt. Okay, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich hatte nämlich vorhin. Ich glaube, ich stelle mal eben hier die Kantenglättung aus. Okay, genau. Weil dadurch kamen mir ein paar kleine Ruckler rein. Obwohl das eigentlich durch mein PC-Setup nicht unbedingt passieren würde. Naja, habe ich jetzt mal eben schon ausgestellt. Und jetzt soll es besser laufen. So, dann wollen wir mal hier weiter. Wir haben, glaube ich, auch soweit erstmal hier alles abgefrühstückt. Ich glaube, hier unten gibt es ja jetzt so auch nichts mehr. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier oben weiter. Wobei, kann ich die Sachen hier benutzen?
Okay, ne, ich glaube, ich kann die eher. He finds the core to the wharf district. Okay, gut. Na, vielleicht brauche ich dafür nochmal irgendwie einen extra Laden. Sowas wie die Distille oder die Waffenkammer. Vielleicht brauche ich irgendwie einen Schmied, der mir da helfen kann. Fliege, geh weg. Der Kern, okay. Warum? Warum klauen wir das Stadtherz? Warum haben wir das denn jetzt gemacht? Ich will das aber vielleicht gar nicht. Warum sind wir nicht irgendwie ein... Oh, ups. Now the kid sees something stranger still. His mind races. Okay. Also war das jetzt eine Abkürzung oder wie? Ich verstehe es gerade nicht. Vor allem, warum haben wir denn... Warum haben wir denn das Herz der Stadt geklaut? Sind wir nicht eigentlich irgendwie jemand, der der Stadt Gutes will? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Aber vielleicht wird es ja noch aufgeklärt. Aber das Spiel sieht... Okay, gut. Können wir dann jetzt hier weiter? Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus, der Stil des Spiels. Ja, okay. Gut. Dann rede ich mal mit dir. We talk for a spell. Okay, diskutieren. Ich kann mit ihm jetzt irgendwie über Sachen reden. Ah, fragt nach den Abzeichen, die die Stadt Kelondia repräsentieren. Waren sie nicht nur für Uniformen und zu Identifikationszwecken gedacht? There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. Okay. Kern, frag nach dem großen blauen Mineral aus dem Hafenbezirk. Sah jetzt zwar nicht so arg nach Hafenbezirk aus, aber gut. Es fühlt sich warm an und summt wie ein Motor. Zu was genau dient es? All I tell him is to set that core his on the monument there. Then watch. Okay, werden wir gleich machen, denke ich. Dann haben wir aber noch eine Sache. Kristallspange. Frage, was aus Nazir geworden ist. Dem Mädchen, das damit ihr Herz zurücksteckte. Ist sie schon hier? Wo sind denn alle? Ich hoffe nicht, dass es das Mädchen ist, was da oben noch gesessen ist. I try to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Okay. Schlecht. Das ist wirklich schlecht. Okay, gut. Können wir leider nicht mal mit ihm sprechen. So, gibt's hier noch irgendwie was, was wir hier machen können? Nee. Erstmal nicht. Hier oben geht's weiter, klar. Hier gibt's erstmal auch nichts mehr, was hier erscheint. Na gut, dann stecken wir mal den Kern in das Monument. Schauen wir schon mal, was passiert. Okay, cool. Die Fliege nervt mich, Mann. So, hier sollte vielleicht noch irgendwas sein. Okay. Gut, jetzt hat sich hier zu der Bastion, haben sich hier nochmal Teile dazu begeben, die wir immer durch die verschiedenen Kerne aktivieren können, so denke ich mal. Hier haben wir nochmal einen Sockel, da unten hatten wir einen Sockel. Okay. Und hier könnte sich theoretisch noch, kommen theoretisch noch weitere Sachen dazu. Okay, 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 okay. Gehen wir mal hier oben weiter, was hier noch so kommt. Okay. Oh,
Hä? Was ist das denn hier für ein Ding? Okay. Naja gut, nix. Schade. Wir sollen was am Fundament bauen. Habe ich es richtig verstanden? Ups. Na, das war nicht das Richtige. Hier? Nee. Oder am Monument. Meint er am Monument? Ah ne, hier ist Fundament. Okay, gut. Gut, wir können jetzt hier die Gebäude bauen, die wir oben quasi... wo war das? In dem oberen Bereich benutzen konnten. Wir können jetzt uns hier jetzt erstmal für eine Sache entscheiden. Entweder eine Destille oder ein Waffenlager. Ich glaube, wir brauchen eher eine Destille. Ein Waffenlager mit den Waffen, die wir jetzt haben, bin ich erstmal zufrieden. Brauchen wir erstmal nichts weiteres. Und ja, schauen wir aber mal, wofür die Sachen wirklich gedacht sind. Destille. Pläne für eine Einrichtung, deren eigens gebraute Spirituosen die natürlichen Fähigkeiten verbessern. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. Auf den wogenden Wänden waren hier nur Spirituosen erlaubt, die Produktivität erhöhten. Okay. Mhm. Waffenlager. Pläne für eine Einrichtung, in der Waffen und Geheimfertigkeiten aufbewahrt werden. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. The Kid hat noch nie unnötiges Gepäck mit sich rumgetragen, sondern alles, was er nicht brauchte, weggeschlossen. Okay, gut. Wie gesagt, Waffenlager ist nicht so interessant. Ich würde eher für die Destille gehen. Nice. Destille, neue Spirituosen eingetroffen. Dann wollen wir mal in der Destille schauen, was da jetzt so geht. Okay, gut, wir haben scheinbar Stufe 2 erreicht. Dann wählen wir neben dem Leichlingmost noch eine zweite Spirituose aus. Mal schauen, was da jetzt noch so geht. Gut, die beiden hatten wir jetzt schon. Dann schauen wir mal, was ist denn der herzhafte Punsch? Plus 1 Chance auf Weitermachen nach Niederlage. Schadet nahen Feinden bei einer Niederlage. Heiß serviertes aromatisches Getränk. Nach alter Überlieferung kann es fast Tote zum Leben erwecken. Okay, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, oder besser gesagt gar nicht verstanden, was Weitermachen nach Niederlage ist. Aber vielleicht ist es einfach ein sofortiges Aufstehen von den Toten. Was? Der Werwhisky. Plus 100% kritische Trefferchance. Hinweis, nur aktiv bei unter 33% Gesundheit. Geruchloses, aber markantes Getränk aus abgekochten Klapperschwanz, Schnurrhaaren wird in Feldlazaretten zur Wiederbelebung von Patienten eingesetzt. Okay, interessant. Zunderstein Starkbier. Plus 33 Geschwindigkeit bei der Verteidigung. Nussig-würziger Geschmack, trocken im Abgang. Liegt schwer im Magen. Gut. Plus 33 Geschwindigkeit bei der Verteidigung. Das heißt, wenn ich mich mit dem Schild verteidige, habe ich eine 33% erhöhte Geschwindigkeit. Okay. 100% kritische Trefferchance bei weniger als 33% Gesundheit. Okay. Lose Fragmente, ja gut. Erhöht es rum.